Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei GesundTV. Keine Nachricht aus der Krebsforschung hat in den vergangenen Monaten für so viel Hoffnung und auch so viel Gegenwind gesorgt wie die, dass Methadon in der Krebstherapie eingesetzt werden kann. Dabei ist Methadon kein Krebsmittel, kein neues Krebsmittel, sondern ein Schmerzmittel, das aber offenbar gegen Krebszellen einiges ausrichten kann. Meine Gäste heute im Studio, Dr. Claudia Friesen, Chemikerin aus Ulm. Sie ist die erste Wissenschaftlerin auf der Welt, die die verblüffende Wirkung von Methadon beschrieben hat. Und der Palliativmediziner Dr. Hans-Jörg Hilscher aus Iserlohn ist bei uns, der Methadon in der Praxis einsetzt und uns sicherlich einiges dazu erzählen kann. Schön, dass Sie bei uns sind. Frau Dr. Friesen, seit wann sind Sie in der Krebsforschung tätig? Also ich bin seit 1989 in der Krebsforschung tätig. Ich habe mich schon in der Diplomarbeit damit beschäftigt und auch meine Doktorarbeit und habe damals schon Tumortherapeutika hergestellt und habe dann später wissen wollen, wie wirken die, welche Mechanismen werden angeregt, wo sind die Resistenzen und habe dann, also jetzt über fast 20 Jahre auf dem Gebiet gearbeitet. Herr Dr. Hilscher, wann haben Sie von Frau Dr. Friesen und Ihren Arbeiten das erste Mal gehört? Gelesen vielleicht? Also ich arbeite mit Methadon im Rahmen der Tumorschmerztherapie seit Gründung des Hospizes Mutter Teresa, in dem ich als alleinverantwortlicher Arzt 20 Jahre tätig gewesen bin, eben seit 20 Jahren mit Methadon. Aufgefallen ist mir während der Zeit, dass es den Patienten sehr viel besser geht als mit den Opiaten, die sie vorher genommen hatten und meiner Ansicht nach und auch der Ansicht anderer Leute nach deutlich länger lebten, als ihnen eigentlich von der Diagnose her zustand. Und dann habe ich versucht, jemanden zu finden, der über die Eigenarten von dieser Therapie oder dieses Medikamentes forscht. Und 2008 habe ich jemanden gefunden im Internet, der Veröffentlichungen über Methadon gemacht hat. Glücklicherweise sogar eine Deutsche, die das gemacht hat, das war Frau Friesen, hat mich dann, als die ersten Arbeiten veröffentlicht waren, sofort mit ihr in Verbindung gesetzt. Und seitdem arbeiten wir eigentlich ganz gerne miteinander und einander zu. Aber warum haben Sie die Erforschung des Methadons intensiviert? Auf was waren Sie gestoßen? Also das war eigentlich ein Zufallsbefund. Wir wollten gar nicht Methadon in der Tumortherapie oder in der Krebstherapie einsetzen. Wir wollten damals die molekularen Mechanismen von Drogen, von Opioiden untersuchen. Und wenn man das macht, braucht man Zellen, die die Voraussetzungen erfüllen. Das sind Zellen, die Opioidrezeptoren haben, das heißt Andockstellen, wo Methadon dran binden kann. Und bei mir damals waren es die Leukämiezellen, die Opioidrezeptoren haben. Und die haben wir verwendet für diese Untersuchungen von vielen Opioiden, die wir untersucht haben. Und bei Methadon sind diese gestorben. Damals dachte ich, ich hätte einen Fehler gemacht, habe den Versuch mehrfach wiederholt und kam immer wieder zum gleichen Ergebnis, dass Methadon einen Einfluss auf die zelltötende Wirkung von Tumorzellen hat. Jetzt nur innerhalb einer Chemotherapie, dass die Chemotherapie besser wirken kann, weil das Methadon an die Krebszelle angedockt hat, oder auch ohne Chemotherapie? Also ursprünglich haben wir gesehen, dass es auch alleine eine Wirkung haben kann, aber das ist abhängig von der Opioidrezeptordichte, das heißt von der Anzahl der Andockstellen auf der Oberfläche der Tumorzellen. Die meisten haben eher eine moderate Expression, das heißt, eine geringere Anzahl von Opioidrezeptoren, aber doch deutlich mehr als gesundes Gewebe. Und bei diesen Zellen kann Methadon als Wirkverstärker für Krebstherapien, Chemotherapien wirken. Was machen diese Rezeptoren sonst? Sind sie sonst, wenn nichts andocken kann, also nichts Vergleichbares wie ein Methadon andocken kann, was passiert sonst mit denen? Also die Rezeptoren brauchen, das ist wie ein Schlüsselmechanismus und man braucht einfach einen Opioid, unter anderem das Methadon, das dann diese Mechanismen anregen kann. Es gibt endogene Morphine, für die eigentlich vorgesehen sind, die Rezeptoren. Das heißt, der Körper selber stellt Morphine her. Und dafür sind diese Rezeptoren gedacht. Also wir sprechen von einem Methadon, das im Grunde genau dasselbe ist wie das, was Drogenabhängige bekommen, ja, als substituierendes Mittel, aber vermutlich in einer ganz, ganz anderen Dosierung, oder? Also eine ganz, ganz niedrigere Dosierung. Und Drogensubstituierte bekommen das 10- bis 20-fache
was Patienten in der Schmerztherapie bekommen. Aha. Die Wirkweise von Methadon ist ja in Tierversuchen nachgewiesen worden, aber wie konnte man so sicher sein, dass das auch so einfach auf den Menschen übertragbar ist? Also wir haben ja in Zellkulturen das nachweisen können und dann auch im Tiermodell, dass im patientenabgeleiteten Tiermodell die Tumore weniger wachsen, komplett zurückgehen. Und wir haben das an sogenannten Fallbeispielen feststellen können. Das heißt, Patienten, die zuvor mit einer Chemotherapie nicht angesprochen haben, sprich der Tumor ist einfach weitergewachsen unter der Therapie, wurde zur gleichen Therapie Methadon dazugegeben und auf einmal sind die Tumore zurückgegangen, die Metastasen zurückgegangen. Und da liegen uns im Moment sehr, sehr viele Fallbeispiele vor. Krebszellen sind ja ein Phänomen, weil sie nahezu unsterblich sind. Ja, und auch eben mit einer Chemotherapie ist ihnen nicht ganz so einfach beizukommen. Krebszellen verfügen über ausgeklügelte Abwehrstrategien. Wird zum Beispiel Chemotherapie eingesetzt, passiert oftmals das. Das Zellgift dringt in die Krebszelle ein, um sie zu zerstören. Doch es kann sich in der Zelle nicht lange halten. Denn Krebszellen verfügen in ihrer Zellwand über winzige Pumpen, die das Chemotherapeutikum schnell wieder aus der Zelle raustransportieren können. Es kann darum seine volle Wirkung nicht entfalten. Die Krebszelle überlebt. Doch Krebszellen haben auch winzige Antennen auf ihrer Zelloberfläche, sogenannte Rezeptoren. Wird Methadon gegeben, ist das in der Lage, an diesen Rezeptoren anzudocken, denn es passt wie ein Schlüssel zum Schloss. Methadon ist in der Lage, die Pumpen in der Krebszellwand zu blockieren. Dringt nun das Chemotherapeutikum in die Krebszelle ein, verbleibt es dort. Das Zellgift kann nun seine volle Wirkung entfalten. Die Krebszelle stirbt ab. Über Methadon in der Krebstherapie sprechen wir heute mit Dr. Claudia Friesen und Herrn Dr. Hansjörg Hilscher. Das, was wir gerade eben gesehen haben, also den Erfolg sozusagen, den das Methadon dort leistet, dort hat. Klappt das bei allen Krebsarten, also auch bei allen Krebszellen? Also wir haben viele Krebszellen untersucht. Wir wissen es noch nicht, ob es für alle funktioniert. Aber wir haben viele untersucht. Bei welchen funktioniert das so? Unter anderem Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüse, Lunge, Leber, Magen, Darm, Blasenkrebs, Leukämien und Glioblastomen. Diese Krebsarten haben wir im Labor untersucht und es geht immer nach gleichem Schema, wie wir auch im Film gesehen haben. Herr Dr. Hilscher, wie ist das in Ihrer Praxis? Reagieren alle Patienten eigentlich gleich oder zumindest ähnlich auf die Methadongabe? Also da muss man ja unterscheiden, was der Grund für die Methadongabe ist. Man kann sagen, dass alle Patienten, die unter massiven Schmerzen leiden, mit einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität reagieren. Auch beim Umsetzen von anderen Opiaten oder anderen Opioiden auf Methadon fühlen sie sich einfach befreiter und sind eigentlich alle schmerzfrei zu bekommen. Insgesamt sieht es aber so aus, als würden alle Tumorpatienten profitieren. Entweder durch eine Verbesserung der Lebensqualität oder aber durch eine Verbesserung der Lebenserwartung in Folge der verbesserten Ansprechraten der Tumortherapie. Kann man sagen, wann Methadon wirkt? Es ist so, dass wenn man es zum Beispiel lokal anwendet, sieht man Effekte schon nach wenigen Tagen. Das heißt lokal? Was kann man da tun? Wenn man Methadon einfach auf zum Beispiel Hautmetastasen aufträgt, kann man sehen, dass diese Hautmetastasen schon nach wenigen Tagen eine Veränderung erfahren. Ansonsten sind die Intervalle, in denen man sieht oder nachsieht, ob ein Tumor reagiert hat oder nicht, bei ungefähr 3 Monaten. 6 bis 8 Wochen braucht eine Chemotherapie kombiniert mit Methadon, um eine Effektivität zu zeigen. Also nach 6 bis 8 Wochen. Die dann auch nachgewiesen wird, die dann tatsächlich gesehen wird. Wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen? Wie sieht es aus mit Übelkeit und so weiter? Methadon hat die gleichen Nebenwirkungen wie alle anderen Opioide oder Opiate. Eine der lästigsten Nebenwirkungen ist die der
Übelkeit, die sich meist nur auf die ersten 14 Tage beschränkt. Wobei Sie gesagt haben, dass die Lebensqualität sich deutlich bessert und der Patient sich besser fühlt. Nach 14 Tagen ist das weg. Und wenn man die ersten 14 Tage mit einem Begleitmedikament abdeckt, sodass die Übelkeit gar nicht erst durchkommen kann, hat man auch die ersten 14 Tage keine großen Probleme. Das Einzige, was wirklich dauerhaft lästig ist oder sein kann, ist die Verstopfung. Wobei eine Verstopfung, da gibt es so viele Möglichkeiten, Verstopfungen auf eine wenig lästige Art zu lösen, dass das wirklich kein Problem ist. Also da sind die Nebenwirkungen des Methadons vergleichbar mit anderen Opiaten? Ja, ja, ja. Wobei man sagen muss, dass andere Opiate Persönlichkeitsänderungen verursachen. Methadon gar nicht? Methadon macht bis auf eine gehobene Stimmung eigentlich keine Veränderung. Die nimmt man dann ganz gerne hin in der Situation. Unter den Opiaten, den klassischen Opiaten, treten Verstimmungen auf. Der sogenannte grantelnde Patient. Und das tritt unter Methadon eben nicht auf. Sollte man Methadon und seine Nebenwirkungen ruhig in Kauf nehmen, weil eben der Nutzen so sehr überwiegt aus Ihrer Sicht? Also ich würde, wenn es keine schädlichen Nebenwirkungen hat und mit so einer geringen Nebenwirkung behaftet ist, wäre es eine Chance für Patienten, gerade für die Patienten, die nicht mehr ansprechen, für die es keine Optionen mehr gibt und die sowieso schon ein Opiat als Schmerzmittel haben. Wenn man die Patienten dann auf Methadon umstellen würde, dann haben die ein gutes Schmerzmittel und vielleicht die Option, dass sie für eine Therapie nochmal ansprechen. Kritiker sagen ja, dass das Methadon ein hohes Abhängigkeitspotenzial hat. Macht Methadon süchtig? Also Methadon hat ein paar Vorteile. Das ist auch der Grund, warum Methadon mittlerweile von der Weltgesundheitsorganisation für die Behandlung von Tumorschmerzen als essentiell betrachtet wird. Methadon hat den großen Vorteil, dass es, wie gesagt, keine Persönlichkeitsveränderungen verursacht. Es macht abhängig wie alle Opiate, aber es kann nicht süchtig machen. Deswegen setzt man es als Drogenersatztherapie ein, weil es keinen Kick verursacht. Abhängigkeit bedeutet, dass ich von einem Medikament abhängig bin, wie ich zum Beispiel als Diabetiker von Insulin abhängig bin. Wenn ich es absetze, passiert eine Katastrophe. Und das Gleiche gilt für Opiate. Wenn sie absetzen, kriegen sie Entzugserscheinungen. Aber süchtig heißt, dass es ein Wohlgefühl in mir erzeugt, den Himmel auf Erden plötzlich in mir erzeugt und den möchte ich so oft wie möglich haben. Das ist das, was man als Suchtpotenzial bezeichnet. Das hat Methadon nicht. Unterscheiden Sie in Ihrem Fach zwischen Sucht und Abhängigkeit? Ich unterscheide auch zwischen Sucht und Abhängigkeit. Abhängig bin ich zum Beispiel auch von Lebensmitteln. Ich brauche die zum Überleben. Aber Sucht ist eben, wo ich ein Verlangen danach habe. Dieses Methadon hat, wenn ich es richtig verstanden habe, dieselben Eigenschaften wie ein Methadon, das bei der Drogenabhängigkeit gegeben wird. Aber es besteht ja aus zwei Teilen, nicht wahr? Das Methadon besteht aus einem D-Methadon und L-Methadon. Wo ist der Unterschied? Und man kann das vergleichen, schaut mal unsere Hände an. Das wäre das L-Methadon, das ist das D-Methadon, die sind spiegelbildlich und die fallen so in der Synthese an. Und dieses D-Methadon hilft praktisch dem L-Methadon besser zu wirken. Aufgrund dessen, dass die Opioidrezeptoren auf der Oberfläche immer wieder vorhanden sind. Man kann Toleranzen überwinden, wenn die D-Form vorhanden ist und dem L hilft besser zu wirken. Ja, aber gibt es auch ein Methadon, wo die eine der beiden Varianten nicht vorhanden ist? Ja, es gibt auch ein Methadon, da macht man so eine Trennung, man nennt das eine Racematrennung. Das ist das sogenannte L-Methadon. Wofür und wird das eingesetzt? Wofür bräuchte man das? Das L-Methadon kann man auch als Schmerzmittel einsetzen. Es bindet an die Rezeptoren, aber es kann zu so einer Gewöhnung führen. Das heißt, wenn alle Rezeptoren belegt sind, ist keine Möglichkeit mehr da, dass noch etwas bindet. Und das Methadon, das D-Methadon, was bei dem L vorhanden ist, hilft, dass die Opioidrezeptoren wieder auf der Oberfläche vorhanden sind, dass wieder neues L-Methadon binden kann. Und das nennt man dann auch Opioidtoleranzen überwinden. Man kann dazu noch sagen, dass L-Methadon hat, wenn man es hochdosiert, das heißt in dem Bereich dosiert, wo die Drogenersatztherapie stattfindet, weniger Herzrhythmusstörungen erzeugen, wenn man nur das L-Methadon nimmt. Und deswegen ist eigentlich für die Drogenersatztherapie das L-Methadon das bessere Medikament.
weil man in der Drogenersatztherapie eben in Dosisbereiche reinkommt, wo diese viel zitierten tödlichen Herzrhythmusstörungen auftreten könnten, die Methadon hervorrufen kann. Das kann bei dem gespiegelten Methadon oder bei dem kombinierten auch passieren oder nicht? Wenn man in den Bereichen bleibt unter 100 Milligramm pro Tag, und das sind Bereiche, die sind entsprechend ungefähr 2x100 Tropfen, dann kann das nicht passieren. Darüber hinaus braucht man in der Schmerz- und in der Tumortherapie nie zu gehen. Was ist, wenn der Arzt sich vertut? Das ist wie immer, wenn der Arzt sich vertut, ist es für den Patienten sehr übel. Im Zweifel tödlich. In Zweifel. Das kann aber mit Aspirin, das kann auch mit Zucker oder mit Wasser passieren. Wenn Sie zu viel Wasser trinken, sterben Sie auch. Es gibt Krebsarten, die sind irgendwann resistent gegen die Chemotherapie. Oder es gibt Krebsarten, die sind von vornherein. Warum eigentlich? Was ist da los in der Zelle? Damit eine Zelle sterben kann, müssen gewisse Mechanismen angeregt werden und die müssen ineinander spielen und am Ende ist der Zelltod, was das Zytostatikum anschubst. Man kann sich so vorstellen, wie mit einer Dominosteinkette. Wie das zufällig kann man sich, haben wir sie hier auf dem Tisch. Ja, genau, zufällig. Das kann man sich so anschubsen. So wäre es, wenn ein Zytostatikum die Zelle zerstören würde, töten würde. Also der Prozess läuft in einem durch. In einem durch und da spielen alle Moleküle miteinander. Leider ist es eben nicht so. Wenn eine Resistenz sich entwickelt oder wenn eine Tumorzelle schon resistent ist, haben diese Mechanismen Blockaden. Und die Dominosteinkette kann wir dann zwar angeschubst von dem Zytostatikum, kann aber nicht umfallen bis ganz zum Ende, wo die Zelle dann tot ist. Und das kann man sich auch hier angucken. Mhm. Das wäre jetzt eine Zelle, die resistent ist mit der Blockade. Ich schubse an und Sie sehen, die Dominosteinkette kann nicht umfallen. Und jetzt kommt das Methadon. Und das Methadon kann diese Blockaden herunterregulieren bzw. ganz entfernen. Deswegen. Und das kann man sich dann so angucken. Oh. Jetzt können wir es uns angucken. Ich. Zur Seite. Vorsicht. So, jetzt kommt das Methadon ins Spiel. Methadon nimmt diese Blockade raus und das Zytostatikum, was mit dem Methadon zusammenwirkt, kann dann die Dominosteinkette anschubsen und die Zelle kann wieder sterben. Also das Methadon hilft dem Chemotherapeutikum oder auch der Bestrahlung, dass die Zelle wieder sterben kann. Es sensibilisiert die Zelle dafür. Die Aktivierung der sogenannten Apoptose, das heißt dem programmierten Zelltod, ist ja das, was hier dargestellt werden sollte. Jede Zelle hat in ihrem Erbgut drin stehen, wann sie zu sterben hat. Und das ist in einem funktionierenden Körper eben notwendig, damit Zellen, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, auch gehen, ohne dass irgendwelche großen Probleme anstehen. Und Tumorzellen vergessen oder können dieses Programm nicht mehr lesen. Und das ist das große Problem, warum Tumorzellen unsterblich werden. Und wenn man diesen programmierten Zelltod wieder lesbar macht für die Tumorzelle, dann kann man auch das größte Problem in der Tumorbiologie überhaupt mitbehandeln, und zwar die sogenannten Tumorstammzellen. Tumorstammzellen sind Tumorzellen, die durch Chemotherapie und Strahlentherapie nur schlecht zu erreichen sind, weil sie nahezu keinen Stoffwechsel haben. Gerade anhand der Dominosteine kann ich oder konnte ich es ja gut nachvollziehen. Aber wenn es alles so einfach ist und diese Entdeckung so besonders ist, was das Methadon mit den Krebszellen macht, warum gibt es die Blockade, haben wir hier jetzt nicht mehr in den Dominosteinen, aber warum gibt es die Blockade in der Branche? Warum reagieren so viele Branchenkollegen so aufgeregt und sagen, Mensch, meine Güte, Methadon kann ja gar nicht sein, Studien gibt es nicht und so weiter und so fort. Warum ist das so? Also ich habe mir oft die Fragen gestellt, warum es so ist. Ich habe da eigentlich keine Antwort dafür bekommen. Also ich würde es mir einfach wünschen, wenn man mehr miteinander an einem Strang zieht, weil nur so kommen wir ans Ziel, wie wenn man eben immer nur gegeneinander arbeitet. Der Erklärung gibt es viele. Was mich eigentlich am meisten irritiert ist, dass obwohl Methadon für die Onkologen ein sehr gutes und preiswertes Medikament gegen die häufig bestehenden Tumorschmerzen wäre und nachweislich in Deutschland
die meisten Tumorpatienten von ihren Onkologen zu schlecht gegen Schmerzen behandelt werden, wäre es ein sinnvoller Weg für die Onkologen angesichts der niedrigen Komplikationsrate, die Methadon auf oder Nebenwirkungsrate, die Methadon aufweist, zumindest die Chance, die im Labor gezeigt werden konnte, mit in das Programm reinzunehmen. Das heißt, wenn ich schon ein Opiat einsetze, dann sollte ich doch das nehmen, was im Labor zumindest einen zusätzlichen Effekt auf den Tumor hat. Wenn ich das nicht tue, müsste ich mich eigentlich rechtfertigen, warum ich das nicht tue. Ich habe noch eine kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Patienten, die Methadon gern haben möchten, die aber bei ihrem Onkologen irgendwie vor einer verschlossenen Tür stehen, sozusagen, wohin wenden die sich, was können die tun? Die können sich eigentlich nur an ihren Hausarzt wenden oder an einen Schmerztherapeuten, an einen Palliativmediziner. Alles die Leute, die eigentlich bei Schmerzen Methadon verordnen dürfen, solange sie ein Betäubungsmittelrezept in ihren Schubladen haben. Mhm. Vielen Dank. Frau Dr. Friesen, Herr Dr. Hilscher, ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen. Spannend für Patienten auf alle Fälle. Auch wenn man sich mal überlegt, was die Zukunft noch bringen wird und was das Methadon in der Krebstherapie möglicherweise für Patienten noch bringen kann. In diesem Sinne, bleiben Sie möglichst gesund oder werden Sie gesund. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.